Hubertus auf der Jagd, er schoss ein Hirsch und einen Hass und traf ein Mägdlein an, und das war 18 Jahr. Julia, Julia, gar lustig ist die Jägerei, all hier auf grüner Heid, all hier auf grüner Heid. Julia, Julia, gar lustig ist die Jägerei, all hier. Ich hab eine Mensch auf Erde, Simmelika. Und Sprenneli auf ein Guckiestag, und Siebes Hans Jockeri an den Tag. Seh ich eine Mensch auf Erde, und ich hoffe, bin ich sie. Was die Leute wollen, bist doch nur ein arm Burenkind und machst deiner Mutter Freude mit einem unehrlichen Gesicht. Bist du's? Ich muss raus. Bleib doch hier. Marie? Es war wieder was. Steht nicht geschrieben. Und sie, da ging ein Rauch vom Himmel, wie der Rauch vom Ofen. Mann. Es ist hinter mir hergegangen bis vor die Stadt. Was soll das werden? Hans. Ich muss fort. Der Mann, so vergeistert, der hat sein Kind nicht angesehen. Er schnappt noch über mit den Gedanken. Was bist du still, Bub? Fürchtest du dich? So dunkel. Man meint, man wäre blind. Sonst scheint doch alles die Laterne rein. Ich halte dich aus.
Marie! Über der Brust wie ein Rind und ein Bart wie ein Löw. Wenn ich am Sonntag erst den großen Federbusch habe und die weiße Handschuhe, toller Wetter, Marie. Du bist auch ein Weibsbild. Lass mich. Sieht dir der Teufel aus den Augen? Meine Zehen. Es ist alles eins. Etwas, das wir nicht fassen oder greifen können. Ich hab's gesehen, Leute. Ich hab's gesehen! Er hat auf die Straße gepisst. An die Wand gepisst wie ein Hund. Wojciech! Wojciech, das ist schlecht. Die Welt wird sehr schlecht. Sehr schlecht, Wojciech! Wie ein Hund! Wie ein Hund, Wojciech! Wie ein Hund! Die Natur kommt!
Hab ich nicht ausdrücklich gesagt, dass der Musculus centrale vesicae dem freien Willen unterworfen ist, Wojciech? Der Mensch ist frei. In dem Menschen verklärt sich die Individualität zur Freiheit. Den Haaren nicht halten können. Die Natur. Aber, Herr Doktor, wenn einem die Natur kommt. Aber die Natur, der Mensch ist frei. Ja, aber Herr Doktor, wenn einem die Natur kommt. Aber verklärt sich die Individualität zur Freiheit. Aber Herr Doktor, wenn einem die Natur kommt. Wieder pissen? Wojciech? Ja, muss er? Muss er? Muss er? Ja, muss er? Ja, muss er denn pissen? Ja. Ja, muss er denn? Muss er nicht? Ja, muss er pissen? Muss er? Ja, muss er denn? Ja, dann. dann geh los. Ja, dann geh er. Hier? Ja. Ja? 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 Geh ja. Er. Ich kann auch nicht.
kannst du. Nein, nee. Ich kann nicht. Doch, du kannst immer. Nee, ich kann nicht. Du kannst. Ich kann nicht. Natürlich kannst du. Nee, ich kann nicht. Doch, du kannst. Mhm. Nein, Wojciech, ich bin ruhig, ganz ruhig. Mein Puls hat seine gewöhnlichen 60 und ich sage es ihm mit der größten Kaltblütigkeit. Bitte bewegt dich um einen Menschen ärgern! Wenn es doch ein Proteus wäre, der einen krepiert. Aber einen Menschen. Aber er hätte nicht an die Wand pissen sollen, Wojciech. Aber Herr Doktor, es gibt so welche, die haben so einen Charakter, so eine Struktur, aber mit der Natur ist das anders, Herr Doktor. Wissen Sie, das ist so, wie soll ich doch sagen, das ist so... Wojciech, er philosophiert wieder. Er philosophiert wieder. Mhm. Ja, da kommt doch noch was. Ja, genau. Was kommt denn da? Ja. Die doppelte Natur? Ja, genau, haben Sie schon was von der doppelten Natur gesehen? Ah. Das ist, wenn die Sonne im Mittag steht und es hat schon eine fürchterliche Stimme zu mir gemeldet. Wojciech, aber er hat eine Aberratio. Eine Aberratio hat er, Wojciech. Er hat eine sehr ausgeprägte Aberratio. Er hat die schönste Aberratio mentalis partialis. Zweite Spezies fixe Idee mit allgemein vernünftigem Zustand. Wojciech? Er kriegt Zulack. Er tut noch alles wie sonst. Jawohl. Ist sein Erbse? Jawohl. Rasiert sein Hauptmann? Ja. Das Geld für die Menage kriegt seine Frau. Er ist ein interessanter Kasus. Subjekt. Wojciech, halt er sich brav? Halt er sich brav? Halt er sich brav? Zeig er seinen Puls? Zeig er seinen Puls? Thank you.
ihr Messer durch die Welt. Man schneidet sich an ihm. Er läuft, als hätte ein Regiment Kosaken zu massieren und wird gehängt über dem letzten Haar. Was wollt ich doch sagen, Freunde? Die Werte. Ein Bart unter dem Kinn, man muss es den Soldaten abgewöhnen. Was? Die Bärte? Wie ist Wojtek? Hat er noch nicht ein Haar aus ein Bart in seiner Schüssel gefunden? Kap! Er versteht mich doch. Ein Haar von einem Menschen, vom Bart eines Sapeur, eines Tambourmajor. Wojtek? Ha? 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 Aber er hat eine brave Frau. Geht ihm nicht wie anderen. Jawohl, Herr Hauptmann. Was wollen Sie sagen? Muss nur auch nicht in der Suppe. Aber wenn er sich eilt und um die Ecke geht, kann er vielleicht noch auf ein paar Lippe eins finde. Ein paar Lippen, Wojtek. Ich habe auch das Lieben gefühlt, Wojtek. Ja, er ist der kleine Wein. Jawohl, Herr Hauptmann. Herr Hauptmann, ich bin ein armer Kerl und hab sonst nichts auf der Welt. Herr Hauptmann, wenn Sie Spaß machen. Spaß? Ich? Das nicht. Spaß! Herr Hauptmann, die Erde ist höllenheiß. Mir eiskalt. Eiskalt. Die Hölle ist kalt und wir wetten. Mensch. Unmöglich. Unmöglich. Mensch. Kerl! Will er erschoss? Will er ein paar Kugeln auf den Kopf haben? Er ersticht mich mit sein Auge und ich meines Fuß mit ihm. Weil er ein guter Mensch. Ein guter Mensch. Ein guter Mensch, ja. Herr Hauptmann, ich gehe, Herr Hauptmann. Es ist viel möglich, der Mensch. Es ist viel möglich. Wir haben schön Wetter, Herr Hauptmann. So einen schönen, festen, grauen Himmel. Man könnte Lust bekommen, einen Kloben hineinzuschlagen und sich dran zu erhängen. Nur wegen des Gedankenstrichens zwischen Ja und Nein. Ja und Nein, Herr Hauptmann. Ist das Nein am Ja oder das Ja am Nein schuld? Ich will darüber nachdenken. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen mit Pulver und Blei. Die Gedanken sind frei. Yeah.
Hüllen mehr plagen. Man kann ja im Herzen stets lachen und scherzen und denken dabei. Die Gedanken sind frei, die Gedanken sind frei. Wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Mein Wünschen, sie wissen, kein Jäger erschießen mit Pulver und Blei. Die Gedanken sind frei. Dass man die Engelchen zum Himmel rauchen könnte. Du hast einen roten Mund, Marie. Keine Blasen drauf. Adieu, Marie. Du bist so schön wie die Sünde. Kann die Todsünde so schön sein? Was? Was hast du? Du bist herrenwürdig. Hat er da gestanden? So? So? Solange der Tag lang ist und die Welt alt, kann viel Mensch an einem Platz stehen, alle Nacht und an. Ich habe ihn gesehen. Man kann viel sehen, wenn man zwei Augen hat und blind ist und die Sonne scheint. Wirst sehen. Und bin auch. Thank you.
Augen zu. Fest. Noch fester. Sonst holt er dich. Die Steine glänzen. Was sind's für? Was hat er gesagt? Thank you.